Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Wir haben in der letzten Folge den mega krassen Ultra Boss gelegt. Ja, und O'Brien wollte auspacken und tut das, indem er uns in eine Rückblende drängt. Das muss ein heftiger Storybatzen hier sein. Ansonsten verstehe ich nicht, was das hier soll. Heavily outnumbered. We have to regroup. Ja. Schätzungsweise hier rein. Ja, Munition und Gras liegt hier perfekt. How did they pull this off with just a few dozen men? Who armed them? And the BOWs. Wer hat wen bewaffnet? Die Monster? Ach so. So, das, ich weiß nicht. Das will das Spiel jetzt noch irgendwie Emotionen in mir hervorbringen? Wir wissen doch schon alles. You're too young to play hero. Earn some stripes before you get yourself killed. Dasselbe hast du ja quasi auch auf dem Schiff gemacht. Du bist wohl nicht zu jung dafür, ha? Huh? Ja. Auf zu springen, Mario! Ich möchte gern Mario. Er springt halt nur! Bist du irgendwie ADHS-mäßig auf die Welt gekommen oder irgendwie sowas? Sie hat halt einfach mal eine fucking Maschinenpistole. Vielleicht solltest du einfach vorgehen, Jessica? Ich finde das alles gerade hier so unnötig. Ich habe keine. Ah doch. Moment, habe ich gerade Munition bekommen? Da habe ich mich einfach verguckt. Es ist halt auch nochmal haargenau dasselbe Areal, ne? Ich hab kein Gras mehr. Oh, Junge. Macht's nicht so spannend. Falls man da überhaupt irgendwas Spannendes rausziehen kann. Not good. You're losing blood. Ja, du auch. Fährt euch jetzt ein, nachdem wir fast da sind. We should be okay here. Units on the fourth floor. We might find something to bandage him up. Alter. We'll be back, Cadet. Don't go anywhere. Alter. Everything will be okay. All right, let's go, Parker. Oh mein Gott. Okay. Und wer verarztet mich? Ha? Wer denkt an mich? Schau dir meine Lebensanzeige an. Also diese indirekte, diese metaphorische. Dann weißt du, wie es mir geht, Jessica. Aber du denkst immer nur an Verrat und Essen. Aren't you a little hard on the new guy? You mean Raymond? The only way those guys will grow up is with a little towel snapping. Okay, fine. Guys in your little games. Sag's grad du. Du hast doch das größte Spiel von allen gespielt. Du hinterhältige kleine Hure. Wobei, vielleicht war sie hier ja noch nicht vorbei. Wenn der Anschlag hier geplant wurde, dann war sie da doch schon bestimmt involviert, oder? Oh nein! Nein, 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 nein! Oh nein, ich wollte nur das Gras sehen! Oh Gott! Fick dich! Oh, gib mir doch mal eine andere Waffe, Leute, was ist das? Soll ich jetzt hier der dämliche Koop-Partner darstellen hier oder was? Weil Jessica ja offensichtlich die mit den besseren Waffen ist. Sag mir nicht, ich muss da noch zurücklaufen, Mann. Ist hier irgendwas drin? Ja, Munition. The med unit should be down here. Mhm. Ah. Ninja Turtles am Arbeitsplatz, ha?
Habe ich eine Granate oder sowas? Nein. Fuck. Mach was, Jessica, bitte. Ist da noch was drinne? Ja. Oh, ja. Natürlich. Habe ich nicht beim letzten Mal hier auch MG-Munition gefunden? Ich hab keine Muni mehr. Ja, gut, dann laufe ich einfach. Fuck off. Oh, gar nicht mal so doof, der Junge. Was haben wir hier? Was ist das? Tornikut? Was ist das? Here we are. Nie gehört. Just what I need. Ist das das Heilmittel? This should do for the meantime. Oh! Wie war das, die Maschinenpistole oder was? Fuck off. Kann ich dich ignorieren? Ich muss wirklich zurücklaufen. Da ist er in seinem eigenen Hauptquartier. Einfach keine Munition. Raymond's in trouble. We have to go back. Natürlich. I knew that rookie would be a pain in the ass. Don't take it out on him. It's not his fault. Mann, Mann, Mann. Moment. Ich glaube, ich laufe gerade falsch, ja. Da muss ich rein. Oh, geil, oder? Oh, ich lauf einfach. Über da. Das ist gerade so unnötig, ne? Oder geht's nur Listen so? To me, Cadet. You are not going to die. Ja, I order you sterben. To stay alive. Das kann ich dir versichern. Hier wird keiner sterben. Vergangenheitsdreck. Es sind viel zu viele, Mann. They just keep coming. Alter, nein. I'm fine, but they might. Hey, you held up good there. Jetzt muss ich die ja auch noch umboxen oder was? Gut, mein Messer, ihr Bastarde. Ich glaube, ich habe es jetzt auch so langsam mit dem Ausweichen verstanden, ne? Ich muss nicht nur den Analogstick bewegen, sondern auch R1. Sonst habe ich ja immer nur den Analogstick bewegt. Mann, 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 Mann. R1 ist ja auch die Schusstaste, ne? Die Messertaste in dem Fall. Deswegen mache ich es jetzt hier ein bisschen öfter als bei Jill. Ja, okay. Okay. Kann ich jetzt hier drauf gehen, ne? Wow. Also, tja, also ich meine, wenn man wirklich Lust hat, diese Spannung, diese Raffinesse, was auch immer, das, was das Spiel halt bis jetzt aufgebaut hat. Wenn man das wirklich zerstören will, also wenn Capcom irgendwie so meinte, so, hey, ja, das letzte Kapitel, das kann irgendwie der Praktikant übernehmen oder so. Wenn das wirklich so, sag ich mal, deren, natürlich starte ich hier. Wenn das so deren Intention war, das irgendwie komplett kaputt zu machen, oder wenn das wirklich irgendwie ein Praktikant gemacht hat, dann sage ich mal, jo, ihr habt's geschafft. Es ist die unnötigste und dämlichste und holocausterianischste Scheiße, die mir je in einem Spiel untergekommen ist. Ich verstehe nicht, was das Spiel damit erreichen will. Was das jetzt hier soll. Das Spiel versucht irgendwas, möchte, dass irgendwas in einem Spieler ausgelöst wird, aber das Einzige, was das Spiel gerade in mir auslöst, ist irgendwie Wut nicht. Es
fuckt mich irgendwie ab. Es nervt mich. Es ist unnötig. Ich meine... Oh nein, Raymond ist in Gefahr. Oh nein. Wir wissen ja auch nicht, dass er in einem Jahr noch lebt. Ne? Das ist ja... Das wissen wir ja nicht. Das ist ja ein komplett neuer Charakter. Das ist der Zwilling von Raymond. Von dem, den wir auf dem Schiff gesehen haben. Das sind ja alles komplett andere Charaktere. Stimmt schon. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall Gedanken über diese Charaktere machen. Ich will die nicht erschießen. Oh Mann! Was ist das hier? Was passiert hier? Alter Schwede. Jetzt habe ich wieder keine Muni. Ja, yeah, geil. Kann eigentlich direkt neu starten, oder? Weil das sind ja auch nicht die, die ich wegballern wollte, sondern eher die hier. Da hätte ich die Munition aufbehalten sollen. Ja, aber sowas von. Ich weiß, wie ich mit meinem Messer umzugehen habe, aber selbst der krasseste Messer kann halt auch nur bedingt viel machen bei übernatürlichen Monstern, modifizierten Schildkröten, und es kommen ja auch immer mehr. Das hört ja nicht auf. Das hört ja auch einfach nicht auf. Ja, fick deine Holocaust-Mutter. Ja, ich muss diese Munition für diese Bastarde sparen. Die anderen, die muss ich einfach ignorieren. Ich verstehe es nicht. Was passiert hier, Leute? Was passiert hier? Das ist so komisch. Just what I needed. Oh, hier liegt ja Munition, Mensch. Oh, da liegt auch noch Munition. Okay. Okay. Ja, ne, da, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich meine, erst kommt gar nichts, erst kriege ich gar nichts und dann kriege ich hier 85, ja, guck mal, hier in diesem Raum liegt einfach mal auf einmal so viel. Ja, klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja, hättest du dich mal besser umgeschaut, du Spaß. Ja, aber das habe ich doch die letzten 20 Minuten gemacht und ich habe davon nichts gemacht. Bekommen. Und dann schaue ich einmal nicht hin und dann liegt auf einmal alles da, oder was? Ich werde euch trotzdem umgehen. Also, zumindest versuchen. Mann, ey, was ist das? Wie viel habe ich jetzt? Oh, fuck, ey. Ja, das sollte jetzt reichen. Jetzt kann ich wieder ballern. Wobei, ja doch, das passt. Das sollte passen. Halt's Maul. Listen to me, Cadet. You are not going to die. I order you to stay alive. You're coming. Hat der jetzt eigentlich überlebt oder was ist mit Raymond passiert? Weiß ich gerade gar nicht. Wurde er abgeknallt von Jessica? Hm. Jetzt mal hier eine ordentliche Granate reinpflanzen hier. Fuck off. Hey, you held out good there. Just leave the fighting to us. We'll show you how it's done. Ihr habt einfach die besseren Waffen, das hat nichts mit Können zu tun. Alright. Wow. Safe and sound. Wow. Now we can take care of our little cadet. Ja, geil. How bad are you hurt? Alright, Cadet. Now you owe me one. Hey, I get it. You want just dessert. No more heroics. End up getting the whole unit killed. Yeah. Welcome to the real world. Yes, sir. Okay. That should ease the pain. I should be able to walk. Then follow us. The elevator to the command room is right there. Es geht immer noch weiter, ne?
Think you can move, Cadet? I can fend off anything that comes our way. Wenn sie den Abschnitt hier in der Rückblende gebracht hätten, in der allerersten Rückblende, dann hätte das mega gut gepasst. Aber so wirkt das einfach nur so lächerlich. Ich fahr ohne euch, okay? Where are you, Cadet? Ja, kommentiert's wenigstens. Ja, beweg dich mal schneller hier. Ist doch nur eine Fleischwunde. Was willst du denn? What now? Think about it. The delivery and dispatchment of these BOWs. It's too professional. And how did they manage to evade the FBC's vast intelligence network? It just doesn't add up. Wow. Unless somebody wanted this to happen. Wow. Cadets, you're stepping out of bounds. We're not here to investigate this thing. We're here to resolve it. Ja, man kann es doch nur lösen, indem man es untersucht. Ansonsten passiert es wieder. Es lässt die Charaktere in der Gegenwart so dumm dastehen, weil sie doch in der Vergangenheit quasi schon wussten, was abgeht. Was ist das? Das ist ja wie so ein Paralleluniversum, als hätte jemand die Zeit zurückgedreht und sie jetzt schlauer gemacht. Was ist das für ein dummes Storytelling? Das ist ja noch schlimmer, als einfach in die Vergangenheit zu gehen. Das ist ja eine doppelte und dreifache Penetration der logischen... des logischen Handelns hier. Aua! Dankeschön! Ja... geht nur um Raymond hier. Alles dreht sich um Raymond. Könnte so ein Name für eine Comedy-Sendung sein. Alles um Raymond. Oder sowas. Da liegt was. Doch gesehen. Den Raum, den haben wir doch schon mal geklärt hier. Was soll denn das? Nicht nochmal. Nicht nochmal. Oh. Das ist alles so unnötig. Was wollt ihr mir beibringen, was ich noch nicht weiß? Verratet's mir doch endlich. Doch bestimmt auch noch mehr rum, oder? Ah, nee, sieht nicht so aus. Ich hoffe. Ich hab recht. Nicht, dass mir jetzt gleich wieder Munition fehlt. Das hat dann auch nichts mit Survival oder so zu tun, ne? Man könnte ja, jetzt könnte ja jemand sagen, ja, das ist Survival Horror. Wenn du nicht ordentlich observierst und so, dann bist du ja selber schuld. Ja, aber das ist einfach... das ist einfach hier unnötig. Ja, ich kann MG kann ich nicht mehr tragen. Wo kommen die auf einmal alle her? Und dann auch so ohne Musik im Hintergrund, ne? Ich meine, ich habe ja mein Headset leise. Warte mal, ich mach's noch ein bisschen lauter. Ja, man hört nur so leichte Sirenen im Hintergrund. Das Spiel denkt wirklich, jetzt würde gerade irgendeine Art von Spannung aufbauen. Was ist das? Nicht unbedingt Spannung, sondern Atmosphäre. Atmosphäre muss ja nicht unbedingt spannend sein. Sie kann ja auch gruselig sein oder so. Aber es ist doch nicht so. Es ist noch nicht. Es ist überhaupt nicht so. Als wenn jemand irgendwie ein stinklangweiliges Referat hält und denkt, der wäre cool oder so. Es ist nichts. Es ist gerade nichts. Es löst in mir nur Abneigung, negative Emotionen aus, Mann. Und dann auch noch dieses Heulen da im Hintergrund. Also nicht die Sirenen, sondern dieser Typ da, der Raymond. Ja, ist okay, Raymond. Wir wissen, du verlierst Blut, okay? Beziehungsweise du hast viel Blut verloren. Kannst jetzt auch mal die Klappe halten. Niemand zwingt dich zum Laufen. Glaube ich zumindest. Bleib einfach liegen. Mann, dann lauf schneller, Bitch. Halt die Fresse. Moment. Wieso lag da noch was? Wieso habe ich das nicht eingesammelt? So, weil es zwar jetzt von der anderen Seite da nicht lang ging. Und noch mehr. Ah,
Das steppt der Bär, würde ich mal sagen. Steppt der Ninja Turtle. Er ist jetzt quasi hinter der Tür oder was? Und wir dürfen noch nicht, weil Baum gucken oder was? Das ist so dumm. Man reinigt hier den Raum und weiß, dass man doch später den Raum wieder reinigen muss, weil die kommen ja später wieder raus. Ja, lass mich einfach jetzt hier durch, okay? Ja, los jetzt. Und dann sind wir wieder da, wo wir vorhin schon waren. Also was? Habe ich jetzt noch nicht gesehen, was ich sehen soll. Simply splendid news. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Morgan, you intended for the virus to break out on our ship? Well, we've certainly been had. I'm not done yet. You still have an important purpose. The ship serves as a controlled environment, and the data on your mutation will serve a venerable purpose. The boldness of your self-absorbed ambitions is impressive. I am always disgusted by what you Americans can dream up. I will take that as a compliment. We knew that you could end up being a liability. So we've kept video records of all of our interactions. If they go public, your life is finished. You may do as you please. Use of the satellite has been approved. The new virus will be completely eradicated. You bastard! Full soon shall thou be where thine eye shall answer make to thee of this, seeing the cause which raineth down the blast. Ja, und? Was ist jetzt neu? War da jetzt irgendwas Neues? Bin ich jetzt ignorant oder so? War da jetzt irgendwas Neues bei? War das jetzt wirklich nötig? Moment, wieso lebt denn eine Vergangenheit in der Vergangenheit? Okutu. Jessica has escaped. We were so close. Hey. Sorry, Raymond. You were right. All along. Thank God somebody was on top of things. Don't be so hard on yourself, Parker. Now it's my turn to save you. Come on. We're getting out of here. That's the spirit, Cadet. Nein, wenn wir das jetzt spielen, ne? Wenn wir das jetzt. Alter. Was war das gerade? Das war alles so unpassend. Morgan was not who he seemed. So we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout, and the coordination of the ships. All to put heat on Morgan? But sir, couldn't you have at least told us? I couldn't risk it. Not with a mole inside the BSAA. My apologies. All that work, in both the Zenobia and the Semiramis. Yeah, I know. But I haven't given up yet. Keith and Quinn, they've left us with an ace in the hole. The data analysis they sent us, the results are in. Well, what were they? We assumed Veltro made use of two sister ships in the Terra Grigia panic. But there was a third. Final Queen. Uff. Und da gehen wir jetzt schätzungsweise hin. Alter, das war alles gerade so unpassend. Es kommt mir so vor, als... Ich meine, ich schneide ja auch Videos und so. Ich mache ja manchmal Musikvideos. Und diese Vergangenheit, ne? Das von vor einem Jahr und die Szene eben mit Raymond und so und in dem Schiff, das da gleich explodiert und so. Das kam mir wirklich so vor, als hätten,
als hätte der Cutter einfach mal extrem Scheiße gebaut und das an der falschen Stelle implementiert. So, wenn diese Szene gekommen wäre, quasi bevor er hier losgelassen hätte, Jills Hand losgelassen hätte, und wenn dieses von vor einem Jahr bei dem letzten von vor einem Jahr rangehangen wäre, dann wäre das perfekt gewesen. Dann wäre das richtig gut gewesen, aber so denke ich mir einfach nur so, boah. Also, warum beschäftigen wir uns jetzt hier noch mal mit Leuten, die schon gestorben sind? So, also, das kann nur falsch gesetzt worden sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also, wenn ihr das für legitimes, ordentliches Storytelling haltet, dann weiß ich auch nicht, Leute. Dann geht euch wirklich erschießen, ganz ehrlich. Das war gerade so unnötig. Wirklich komplett falsch gesetzt. Hätten sie das richtig gesetzt, wäre das super gekommen, wirklich. Aber so war das einfach nur komplette Zeitverschwendung. Okay, also sind wir doch noch nicht fertig. Das Spiel geht wahrscheinlich noch 20 Stunden. On Resident Evil Revelations. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Raymond realized that Morgan was not who he seemed. So we set this trap together. The whole Veldro Revival Act. The mountain hideout. The coordination of the ships. All to put heat on Morgan. But I haven't given up yet. They've left us with an ace in the hole. Ja, dieser ganze Plan, ey. Also, was ist das? Der O'Brien ist definitiv mit seinem Job überfordert. Anders kann man es nicht sagen, ey. Das hätte man alles so professioneller und einfacher lösen können. Ja, ich meine, so ein Spitzel in der eigenen Orga zu haben. Yes, Queen Dido. She's been resting on the ocean floor since that day. Which means we'll find her. The Terra Grigia. Exactly. We have a responsibility to see this mission through. O'Brien out. Nein, oder? FBC, everybody freeze! All of you, put your heads in the air! Morgan Lansdale. We're taking this show over. The BSAA is hereby under the direct supervision of the FBC. Clive R. O'Brien, you are under arrest for collaborating with the terrorist organization Veltro. Chris, Jill, you're our only hope. There it is. The remains of Terra Grigia. And the Queen Dido. Approaching drop-off point. Ja, also das war jetzt ein sehr, sehr nachvollziehbarer Schritt von Lansdale, dass er die BSAA jetzt des Veltro-Aktes beschuldigt. Das war gestochen scharf. Das war wirklich gut von ihm. Also besser hätte es der Bösewicht an dieser Stelle nicht machen können. Verdient auch, ganz ehrlich. Der O'Brien, der ist, wie gesagt, der sollte vielleicht in Rente gehen oder so. Aber wenn das unter Wasser ist, Unterwassermission schon wieder. Tatsächlich, oder? Okay.
Nee, du, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Das war mir zu viel Bullshit in den letzten 40 Minuten. Also ich meine, geil, ne, das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Das habe ich ja, glaube ich, vor 40 Minuten gesagt. Dass ich das natürlich schon cool finde, dass das Spiel einen immer wieder glauben lässt, so, oh, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Ich dachte ja schon so bei Part 15, 16, dass es vorbei wäre, als hier Parker und Jill alles unter Wasser gesetzt haben. Da dachte ich schon so, okay, Chris kommt jetzt, da wird es wahrscheinlich gleich vorbei sein und dann war das gerade mal die Hälfte. Das ist schon cool. Aber so dieses ganze Vergangenheitsgedöns gerade, ich weiß nicht, wirklich, der Praktikant muss irgendwas falsch gemacht haben, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, Leute, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ja, weil es irgendwie immer weitergeht. Ja, also klar, der Lansdale, der sollte schon auf den Sack kriegen, keine Frage. Aber nach dem, was jetzt hier in den letzten 2-3 Stunden passiert ist, so storytechnisch, muss ich ganz ehrlich sagen, intelligenzmäßig bin ich da dann doch eher auf der bösen Seite. Das, was klar, ich meine, Chris und Jill und Parker und so weiter, die können natürlich nichts dafür. Wobei dann wiederum, ich meine, Raymond und Parker hatten ja schon ihre Vermutungen, ne? Aber ja, das, was der O'Brien da angestellt hat, ganz ehrlich, nee, also ich hoffe, der wird gefeuert. Das soll am Ende passieren, okay? Der Spasti, der muss weg. Ich fand ihn am Anfang ja ganz sympathisch und knuffig und so, aber so ein inkompetenter, überforderter Holocaust-Chef, es ist mir, glaube ich, noch nie in einem Spiel untergekommen. Wie gesagt, wir hatten ja, ich habe ja so Vergleiche gezogen zu dem Colonel aus Metal Gear Solid und so. Natürlich, der war definitiv kompetenter und so, ne? Also ich hab noch nie so einen dummen, hinterfotzigen, überforderten, guten Chef gesehen. Also gut in dem Sinne, dass er schon irgendwo auf der guten Seite ist, ne? Also sorry, aber das ekelt mich richtig an. Wenn ich an der Stelle von Jill oder Chris oder so wäre, ich würde definitiv meinen Job wechseln oder irgendwie die Position irgendwie dafür sorgen, dass ich nicht mehr mit dem zusammenarbeiten muss. Leider passiert das natürlich nicht, ne, weil der Sechste, der spielt ja später und der ist ja, Chris ist ja immer noch bei der BSAA. Was mit Jill ist, wissen wir nicht, aber es ekelt mich so an, was jetzt hier in den letzten Stunden passiert. Das ist unglaublich, ey. Wenn das so weitergeht, verwandle ich mich auch noch in einen Zombie, ey. Alleine aus dem Ekel heraus. Und hatte ich das gesagt? O'Brien hatte den fucking Virus in seinem Schubfach. Also die Beweislage sieht nicht gerade gut aus, ne? Das ist ja, ja. Er wurde festgenommen wegen dieser Weltraktion und hat da noch den Virus im Schubfach. Also, wie dumm kann man sein, ganz ehrlich. Ja, ne, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Trink mich an, werfen mich aus dem 20. Stock oder so und vielleicht sieht man sich ja dann in der nächsten Folge nochmal wieder. So langsam sollte das Spiel wirklich zum Ende kommen. Nicht, weil es schlecht ist oder so, sondern nicht, ich sag mal so, nicht, weil es schlecht war, sondern weil es jetzt immer schlechter wird. Es reißt sich immer mehr in die Kacke. Ja, also so vom Story-Aspekt her. Das ist einfach nur noch lächerlich, was hier passiert. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.